Sie sind hier, 3. Januar 2019, 21.05 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Nico Schlund, L, traf im September Rekordweltmeister Phil Taylor. Urheberrecht Facebook/@Schlund Nico. Der deutsche Nico Schlund spielt sich am ersten Tag der Q-School in Hildesheim bis ins Halbfinale. Die begehrte Tourcard winkt. Zahlreiche große Namen scheitern früh. Der deutsche Nico Schlund hat am ersten Tag der Q-School in Hildesheim das begehrte Poterticket für die PDC nur knapp verpasst. Der 18-Jährige spielte sich bis ins Halbfinale, wo er dem späteren Sieger Niels Zonnefeld, Niederlande, mit 3:5 unterlag. Zonnefeld setzte sich im Finale gegen den Österreicher Christian Gödel durch und holte sich das erste Poterticket. Dieses winkt auch dem deutschen Youngster Schlund. Er spielte sich durch den überraschenden Halbfinaleinzug 5 Punkte für die Rangliste. Am Ende der 4 Q-School-Tage erhalten neben den Tagessiegern auch die punktbesten Spieler eine Tourcard, mit der sie in den kommenden beiden Jahren an der PDC Pro Tour teilnehmen dürfen. Neben den 4 Events in Hildesheim, bei denen insgesamt 249 Spieler teilnehmen, steigt in Kürze auch im englischen Wigan eine viertägige Q-School. Anzeige, jetzt das Starter-Set sichern. Hier geht es zum Sport 1 Stats Shop. Münch und Laban aus Kass früh raus in Hildesheim versuchten zahlreiche bekannte Spieler, ein Ticket für die Pro Tour zu ergattern. So spielten unter anderem die ehemaligen deutschen WM-Teilnehmer Jihan Atut, Dragutin Horvat, Kevin Münch und René Adams mit. Auch frühere Topspieler wie Co Stomp oder Jeff Smith waren am Start. Auch Teilnehmer der gerade zu Ende gegangenen Darts-WM spielten in Hildesheim. Cody Harris, Jeffrey de Graaf und Boris Koltsov scheiterten aber früh, genauso wie Darius Laban aus Gast, der vor einigen Wochen Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld sensationell aus der WM 2019 beförderte. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.